And tonight at Windsor Castle, the Queen herself had something to celebrate when she took delivery of a unique Jubilee gift, a Bentley specially designed to mark the anniversary of her long reign. She seemed duly impressed by the new state vehicle, which will now take pride of place at ceremonial occasions. Jenny Bond, BBC News. Finally, the Queen can look forward to travelling in style during some of next week's Jubilee celebrations. She took delivery this evening of a brand new, specially designed Bentley car, a gift to celebrate her 50 years on the throne. The Golden Jubilee is a bit like a birthday, only with bigger presents. And this afternoon, the Queen received her gift from the British motor industry, a brand new, custom designed Bentley. She and the Duke inspected it carefully. It has a powerful engine, but will spend most of its time in processions, travelling at around 9 miles an hour. It's amazingly fast. You've got a very powerful engine in there, 400 brake horsepower engine, and it just belies its size. It's a lot quicker than most people would expect, so I think anybody taking on the lights might have a shock. The Queen and the Duke had a hand in its design, but wanted it kept simple. As you can see, this is generating significant interest here today, and it's continuing a tradition because the Queen got a similar car for her Silver Jubilee. If nothing else, it shows how much the world has moved on. This time, the car was designed by a man who once worked for Skoda. As you just saw earlier this evening, the Queen was presented with her new official car. The Bentley State Limousine has been specially built to celebrate the Golden Jubilee. It's unique and dozens of firms here in the Midlands have worked on it. It was built at Mayflower in Coventry. Enfin, le cadeau royal de Bentley à Elisabeth II, la marque britannique qui appartient aujourd'hui au groupe allemand Volkswagen, vient d'offrir une limousine à la reine d'Angleterre. Un cadeau de plus de 250 000 euros pour son jubilé d'or. Il a fallu 2 ans pour construire ce petit joyau dont le baptême aura lieu dès lundi à Londres. Pünktlich zum goldenen Thronjubiläum der Queen hat der Autobauer Bentley der britischen Königin eine neue Staatslimousine übergeben. Die Nobelkarosse erhielt Queen Elizabeth II. Vom Bentley-Chef Pevkin persönlich. Die einst urbritische Automarke gehört heute zur Volkswagen-Gruppe. Nach Angaben von Bentley begannen die Arbeiten an der exklusiven Limousine bereits im Frühjahr 2000. Der neue Bentley löst einen Rolls-Royce-Phantom 5 ab, nein 6 ab, der bei der Queen zum silbernen Thronjubiläum überreicht wurde. Die britische Königin Elisabeth hat ihren neuen Dienstwagen bekommen aus dem Hause Volkswagen. Im Park von Schloss Windsor wurde ihr ein Bentley übergeben. Zum 50. Thronjubiläum war der Wagen eigens für sie als Staatslimousine entworfen worden. Kein Wunder, dass sich die Queen bei der Besichtigung des Autos beeindruckt zeigte. Die Luxuslimousine, die im Fond nur 2 Sitze hat, für sie und für Prinz Philipp, ist mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattet. Alles made by Bentley, der britischen Firma, die seit fast 4 Jahren zum VW-Konzern gehört. In wirtschaftlich schwachen Zeiten neigen die Menschen in der Regel nicht gerade dazu, besonders viele und vor allem besonders teure Autos zu kaufen. Trotzdem setzen einige Hersteller in letzter Zeit vermehrt auf Luxuskarossen, und zwar richtige Luxuskarossen. Der Fantasie sind keine Grenzen mehr gesetzt. Nobelkarossen für die Reichen und Schönen oder auch die Adligen dieser Welt. Queen Elizabeth II. Ist gerade von Rolls-Royce auf Bentley umgestiegen. In den 20er Jahren war der Maybach das Auto der Könige und Weltstars. Bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg fuhr, wer Rang und Namen hatte, die Luxuslimousine Made in Germany.
Ab sofort fährt die Queen Volkswagen. Allerdings keinen Polo oder Golf. Etwas feiner darf es schon sein, nämlich ein handgemachter Bentley. Der Wert 250.000 Euro. Ein VW-Manager übergab Königin Elisabeth die Limousine im Park vom Schloss Windsor. Anlass war das 50. Thronjubiläum. Obwohl die Queen eigentlich mehr von Pferden hält, war sie doch sichtlich beeindruckt. De Britse koningin dreigt.